So, Freunde, herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unseres schönen Motives. Waldi, du musst hier hinten gehen und zugucken, weil heute müssen wir uns wieder sehr anstrengen. Oh, was für eine schöne Kachel, die gefällt mir. Dir auch, Waldi? Okay, du guckst von hier hinten zu. So. Hier sehen wir, dass ich das meine Hausaufgaben gemacht habe. Zusätzlich habe ich noch, wir sehen ja hier den Kreisel auf dem roten. Das war das Einstichloch, um diesen Bogen zu zeichnen. Aber, das sind 2,5, nach 3 cm haben wir hier ein Kreuzchen. Und auf dieses Kreuzchen habe ich oben den Bandverlauf von hier auch auf dieses Kreuzchen nachgezogen in 5 mm Stärke bis hier. Das habe ich auch schon überall gemacht, das müsstet ihr noch nachholen. Jetzt geht's Step by Step weiter. Und zwar drehe ich das jetzt einmal um. Immer wenn wir diese Reise hier sehen, die großen in der Mitte, dann gehen wir mal hin und werden... Jetzt muss ich genau überlegen. Und werden, so werden wir, wenn hier der gute große Kreis ist, darunter, werden wir nun, ja, 3 mm ungefähr, nehmen wir uns das hier auf das Geodreieck, von dem Ring dahin 3 mm ungefähr, ja. Und ziehen uns hier so einen Strich. Zack. Zack. Jetzt müssen wir gucken. Hier ist der nächste Bogen. Das ist der jetzt hier. Da ich ja hier sitze, muss ich wieder rumdrehen. Da ist er. Da. Und hier wieder 3 mm. Steppe ich mir so an. Jetzt mache ich das ziemlich gerade nach dem, nach diesem Verlauf. So. Auch ein Strich. Und last but not least, zum Schluss, den hier. Und dritten. Auch 3. So. Nehmen wir die Linie auf, 5 mm, 5 mm. Zack. Ja. Zack. Spitze Bleistift ist klar, ne? Das. Ein bisschen weiter geht's ja schon, Herr Kollege. Ist ja noch ein Kollege da, ne? Jetzt den dritten, ja, aber es hier auch noch eins. So. Jetzt sehen wir so eine Triangeldreiecke. Und nun müssen wir mal genau aufpassen. Jetzt nehmen wir von hier nach da so 3 mm auf Auge. Hier auch. Zack, zack, ja. Und dann fahren wir mit dem jetzt hier. Aber der ist ja ein bisschen komisch hier oben. Das ist nämlich viel zu dick hier. So wird ein Schuh draus, ne? Ja. Und dann fahren wir damit hier so rum. Hier auf. Schön geschmeidig. Und den anderen gleich hinterher. Hier unten auf die Kante. Dann so gefällt mir das schon besser. Der kommt hier dünner an. Jetzt kommt
konzentrieren wir uns nur auf unseren Wandverlauf und nicht darauf, ob wir hier oben auf den Punkt genau landen oder nicht. Das ist uns eigentlich egal jetzt, weil das sind ja nur Richtlinien, seht ihr? Und dann zeichnen wir uns den Wandverlauf hier richtig schön geschmeidig rein, dass er so passt. Bis wir zufrieden sind, ganz Kleinigkeiten können wir ja hinterher noch mit dem Edding machen. Der geht dann bis hier und der geht dann hier weiter runter bis auf dieses. Und der ist ja auch da unten. Gut. Seht ihr das? So, so. Jetzt machen wir unsere Ecken hier so rum. Auch rum. Das hier rum. Das hier. Na, einen mache ich noch. Gut. Was haben wir jetzt gesagt? Nochmal. 3 mm. 2 mm. Und dann kommt der von da nach da. So. Oh, ihr habt verstanden, worum es geht. So, was ich mache, den dritten auch noch, dann könnt ihr zufrieden sein. Zack, zack. Führung auf den Meister, ne? Zack. Zack, 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 zack. Und? Und? Ja. Ja, haben wir geschafft. Überprüfen, überprüfen, überprüfen. So, Freunde, vom Prinzip her ist unser Motiv fertig. Umdrehen, das ist oben. Vom Prinzip her ist es fertig. Nun geht's dran. Drüber drunter, drüber drunter. Und dann sehen wir uns wieder. Euer Nachschlagewerk, könnt ihr immer nachgucken. So, drüber drunter. So, Freunde, ich habe es drüber und drunter gezeichnet, wie ihr sehen könnt. Und nun wollen wir uns gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten, geht's gleich mit dem Edding weiter.
So, nach dem Edding etwas wegradiert, das Ganze ein bisschen schön sauber gemacht. Meinen Namen habe ich hier untergezeichnet und nun müssen wir das noch ein bisschen schattieren. Ich schattiere das zumindest. Ihr könnt es ja auch farbig machen, ganz wie ihr wollt und nach eurem Belieben. So, Freunde, hier seht ihr, dass ich das schon etwas schattiert habe. Ihr könnt das auch in Farbe setzen. Ich hoffe, dass die ganze Arbeit und Mühe sich gelohnt hat für euch auch und dass ihr Spaß an diesem Motiv habt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich denke, wir sehen uns irgendwann im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Liebe für euch. Tschüss.